Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, PvK Animal Crossing. Ja, ich wünsche mal einen schönen Sonntag, ist ja soweit. Und ja, Fahrzeuge wegstellen, kurz reparieren, foltern und wegstellen. Und dann geht's ja los, ja, Feld, das Weizenfeld, wo hatten muss ja getellert werden oder geblubbert werden. Vorbereiten für die Aussaat. Machen wir dann gleich. Das nächste Traktor halt, ne? Gleich mal voll tanken. Beides repariert, so weit es geht, ne? 100% muss ich ja auch nicht sein. Aber ist glaube ich, ne? Aber die Farbe geht runter, das ist immer traurig. Aber dass die Fläche kann schon sein, dass das Zeit war so schnell. Wir sind ja gerade mal im August 2. Das Jahr fehlt. Habe ich das nicht aktiviert? Ist der runter der Mod? Kann sein. Vielleicht. Sehe ich gerade so. Mein, wäre nicht so tragisch. Aber das war ja auch ein Monat, ne? Ja, wäre nicht gut. Hm. Blöd, blöd. August. Ja, stand uns auch drauf. Muss ich mal schauen, ob das sich wiederherstellen lässt. Beziehungsweise ob das wieder kommt. Aber dann zur nächsten Folge. Das ist jetzt eben nicht möglich. Innerhalb der Folge halt, ne? Den können wir hier hinstellen. Der Einzel einmal mehr geht auch hier. So. Der macht das glaube ich schon, ne? Und mehr haben wir eh nicht. Man kann mieten, können wir, na, mieten wird möglich, aber wie gesagt, der Unsinn, ne? Wie gesagt, oben die Felder, die jetzt auch Gras sind, werde ich dann wahrscheinlich im Frühling mit Raps, mit Sonnenblumen und mit Mais machen. Dann ist das ein guter Kompromiss. Wir können einmal kräftig Gras ballen. Ja, sammeln, ne? Ja, einer, zwei auf der 38, einer, der festgefahren hat hier, ne? Freie Fahrt. Ach, die sind angekommen. Das wollte ich gucken. Wegen der Brücke. Da war auch noch eine Weile. Oh, der fährt sogar. Ich dachte, er ist schon festgefahren. Der war auch noch eine Weile. Der auch. Das ist jetzt Holz, ne? Den anderen müssen wir halt, ja, pausieren, ne? Da darf da nicht hin. Mal gucken, wie viel davon noch bleibt. Balken müssten. Weiter müssten wir bleiben. Also. Bretter sind schon voll. Der eine ist auf Bretter auf. Diese Holzbalken werden garantiert.
Muss man normalerweise immer eins da reinfahren, dass man die als Ganzes behält. Ne? Sonst ist immer Bruchteil. Also. Was ich machen könnte, ich könnte zur zweiten Brücke fahren, den Rest abliefern am Bretter. Eine Brücke wäre nicht so wichtig, das ist das ganze Problem. Die wäre so nebensächlich, ne? Weil die wird die gleiche Funktion erfüllen wie diese hier. So, dann nur Bretter übrig. Großen Mengen. 19, 20. Mal kurz abladen oder so machen, ne? Geht auch so. Der muss halt stehen bleiben und warten, das ist das ganze Problem. So. Ja, Balken noch 40.000. Sieht so aus bei den Bauteilen. Ach, Kompass für Diesel, ne? Da habe ich doch gesagt, da wollte ich hinfahren. Gut, bei Bretter. Da fehlt auf jeden Fall ein Punkt. Das ist original, das ist recht voll noch. Papier, da könnte man theoretisch. Alle Folie, das füllt, also das kriegen wir nicht hin. Hier kann man alles ja deaktivieren, ne? Weil die müssen die ganzen die Typen da mal beim Sägewerk haben. Da ist was nicht notwendig. Hier ist es auch nicht notwendig. Ich würde mal beim Holz das hier Labor und Support und Moral, das kann natürlich alles hier rein, ne? Das wäre nicht schlecht. Bretter sind schon toll. Lange Bretter, das ist natürlich immer okay, viel komplett, ne? Das ist sofort zu merken. Die eine Mühle. Hier ist auch wieder zu Ende, würde ich behaupten. Kompost, ich aktiviere mal. Kostet das Geld. Da war auch noch genug. Und nur ein Sägewerk hier. Okay, ja, nicht mal Strom ist da. Schlecht. Den deaktivieren wir auch. Damit das hier mehr bevorzugt. Ja. Ne, das ist natürlich blöd, ne, wenn das das fehlt, ne? Gehen wir gar nicht hin mit dem Bauen. Viel zu teuer. So, wir werden das Vorgewende machen. Strommist haben wir nicht da, also. Mist haben wir nicht da, sondern zu wenig jedenfalls. Muss da Kalk drauf? Ja, aber das ist gut. Das können wir auch zur Not hinterher noch kalken, das ist nicht übertragisch. So, auf geht's. Obwohl das ziemlich eintönig ist, das wird ja stundenlang dauern. Ah, das machen wir mal hier mit Kursfläche. Ok.
können ja zur Not übernehmen irgendwann mal. Das 100%ig dauert das bestimmt hier 3 Stunden oder so. Eine Stunde. Ja, immerhin, ne? Macht nur 11 km/h. 12. Naja, gut, immerhin, ne? Doch grenzwertig, also. Ja, müssen wir mit dem Holz zurück holen. Ja, genau, da bin ich. Einmal sich festgefahren hat, das meistens im Baum drinnen, ne? So mal ausklappen, ne? Was drückt der mal aus? Na, das macht er nicht. Keine Chance. Ja, dann müssen wir halt wechseln. Sonst. Ja, wir haben es so geschafft. Aber müssen wir alleine fahren, jetzt also. Ja. Ja, ist halt so, ne? Ja, das ist ein breites Gerät, das ist ungünstig. Alle anderen Fahrzeuge kommen hier gut vorbei. Also. Traktor mit Anhänger, also LKW, das passt alles. So, dann braucht noch 60.000 Kanthäuser. Das dauert. Zur nächsten Stunde müsste eigentlich normalerweise jetzt bei den Sägewerken 100% laufen. Wir brauchen schon Zement oder anderes Zeug, ne? Ja, aber in Gruppen ist ja, kann man auch flügen, ne? Das machen wir so. Wie gesagt, wenn man nur Gruppe hat, kann auch passieren, dass die Mäuse überhand nehmen, ne? Also wird ja beim Flügen praktisch alles, was unter der Erde ist, der Tiefe, wird ja vernichtet. Ist ja halt mal so. Und wenn nur gekuppert wird, und nicht so tief, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass doch einige überleben, doch groß. Und das kann schon ein Problem werden. Muss nicht, aber kann. Das kann ich, Sachsen-Anhalt war es mal, glaube ich, was extrem war. Ja, das ist halt so, ne? Die einen man haben, die anderen nicht. Weißt du, hier gibt es ja hier meinen Blumentöpfen, wenn ich mal draußen stehen habe. Weil ich im Frühling dann mal reinschaue und mal mit auflockere. Und dann finde ich Engerlinge drinne. Die sind aber schlecht für meine Pflanzen. Auf der anderen Seite sind das Rosenpflanzkäfer, wie Dinger heißen. Ja, der Naturschutz. Die darfst du nicht killen, ne? Also von Anführungszeichen, ne? Also ich kann eh nicht unterscheiden, wer meine Pflanzen frisst. Ist da schon, ja, erledigt, kann man sagen. Ich kenne da jetzt kein Mitleid.
Meine Pflanzen überleben auch nicht, ne? Ein, zwei vertragen die sicherlich, aber wenn zu viel werden, das ist nicht so doll. So. Da sind wahrscheinlich auch einige Töpfe die Bohnen nicht aufgegangen. Wahrscheinlich alle die Wurzeln weg, gleich weggefressen, die Dinge. Wahrscheinlich mal. Ja. Der Anne kommt noch stehen lassen hier. So. Muss der LKW jetzt wegschicken. Und durchschalten ist blöd. Ah, da so. Nägel und Metall wird reichen, aber wie gesagt, ich brauche noch 60.000 Kanthäuser. Ja, das ist das her. Blöd. Wenn der Trecker zu hoch ist, also vom, also hier, wo man abladen kann, dann muss der nachher fliegen, ne? Also, gut, ich könnte hochheben, wäre sicherlich machbar, aber riskieren würde es auch nicht, ne? Da muss man ja wegreisen. Und dann durch, ja, muss auch wieder anliefern, ne? Das ist doch Kanthölzer. Also, wer so eine Karte anfängt, der braucht drei Sägewerke, sonst wirst du nicht fertig. Aber ich könnte ja einen Mod hier aufnehmen, ob das funktioniert, mal schauen. Mal testen. Mit dem Holztransport. Ganz gut gelöst. Hätte ich jedenfalls. Also der Kompromiss, ne? Aber mal schauen. Holz ist nicht so wichtig. Die werden wir ja verkaufen. Beim Depot. Weil noch eine Brücke bauen ist Quatsch. Die hintere ist so Quatsch. Die eine hier vorne wäre vielleicht eine gute Option, aber müssen wir nicht haben. Oder ich lagere die immer ein beim Sägewerk. Kann ich auch machen. Das einzig Blöde ist, wenn die Dinger irgendwo rumstehen. Ja, wird ja mal, muss ja berechnet werden, ne? So, Wahnsinn. Wo ist hier zu Ende? Wieso ist hier zu Ende? Da drüben, das da. Riesige Wiese, ne? Das wäre richtig was. Naja. Grasfläche, ne? Das finde ich ein bisschen, ja. Aber wahrscheinlich wird es nicht funktionieren, ne? Also. Performance-technisch. Das ist mein Fehler gewesen, dass ich das so viel erweitert habe. Das kann sein, muss aber nicht, aber ich befürchte, das ist mal, das ist schon mal ein Grund. Aber dem ist eher die Betriebe und Produktion. Aber rüberfahren wir heute nicht mehr, das machen wir nächstes Mal. Hier ist keine Straße, hier ist nichts. Müssen wir das Land kaufen, da kann man eine Straße malen, aber das wäre ja auch. So, ich war, das soll schon voll gewesen sein. Ich wünsche mal einen schönen Rest Sonntag und schönen Wochenstart für nächste Woche. Ja, nicht alle können Urlaub haben. So wie ich. Ja, trotzdem einen schönen Wochenstart. Ciao und bis nächstes Mal. Tschüss.